Liebe Studierende der multivariaten Verfahren, auf ein neues. Nachdem wir die logistische Regression und allgemeiner generalisierte lineare Modelle kennengelernt haben, stehen wir noch vor so ein paar Problemen, die sich damit auftun, die letztlich um die Frage kreisen, wie entscheiden, ob die eine Art, meine Daten zu modellieren, besser ist als die andere Art, besser passt, was kommt dafür als Maß in Frage. Das andere Problem, was ich habe, was ich aber gar nicht jetzt hier groß erläutern werde, ich sage es nur, wir können nicht mehr einfach ordinary least squares verwenden, wenn wir diese Link-Funktion letztlich haben und wenn wir abhängige Variablen haben, y-Variablen, mit denen wir nicht so einfach lösen können, indem wir da analytisch letztlich durch ein einfaches Auflösen für den richtigen besten Schätzer irgendwie lösen, sondern wir brauchen andere Verfahren, um zu bestimmen, welchen Wert wir denn als den besten Schätzer nehmen sollen. Und all das steuert so ein bisschen auf die Frage zu, was es mit dieser berühmten Likelihood eigentlich auf sich hat. Wir sind also hier so mitten in unserem Programm, kann man sagen, und wollen uns heute nochmal ganz kurz vergegenwärtigen, was tun wir, wenn wir das Modell, wenn wir ein Modell unserer Daten bauen? Ja? Modell ist ja immer ein reduziertes Abbild der Wirklichkeit. Ja? Ein Modell hat immer den Vorteil, dass ich von ihm ganz gut mit ihm ganz gut abstrahieren kann über die eigentliche Datenlage hinaus. Ja? Das ist der Vorteil, warum ich ein Modell mache. Ich kann mit einem Modell Dinge tun, die ich mit dem Ding selbst nicht tun kann, aber ich verliere natürlich dafür auch irgendwas. Wir hatten öfters schon mal festgehalten, dass sowas ganz Simples wie ein Mittelwert natürlich ein Modell ist. Ein Mittelwert steht dann für alle anderen Daten und es ist halt ein fehlerhaftes Modell, aber ein Fehler, mit dem wir sehr gut arbeiten können. Wir repräsentieren eine ganze Reihe von Werten x dann eben nicht individuell, wie sie kamen, sondern wir repräsentieren sie alle mit dem Mittelwert. Zum Beispiel in der Varianzanalyse passiert genau das, wenn ich sage, das Modell, was die ANOVA macht, ist eigentlich zu sagen, alle Werte, die aus der einen Gruppe kommen, die kriegen jetzt den gleichen Wert, nämlich den Mittelwert dieser Gruppe. Ja, das ist dann schon das Modell, ein Mittelwertsmodell. Das Automodell im Spielzeugladen oder das von ihrem kleinen Neffen, das hat viele Dinge gemein mit dem Auto, was es darstellen soll. Deshalb erkennt ihr kleiner Neffe das auch sofort und sagt, das ist ein BMW. Oder ihre kleine Nichte, weil irgendwie die Form stimmt. Aber natürlich sind ganz viele Dinge in dem Modell auch falsch, also vernachlässigt oder einfach nicht abgebildet, wie der genaue Antrieb. Die Klimaanlage in dem Modellauto wird durch Abwesenheit glänzen, etc. Ja? Und auch sowas wie eine Normalverteilung ist dann schon ein bisschen komplizierter als jetzt nur ein Mittelwert, aber es kann für einen Satz Werte oder so natürlich entsprechend auch ein Modell darstellen. Und ich habe es hier drauf, weil es eben eine Normalverteilung was ist, von der wir schon wissen, dass sie Parameter hat. Sie kann beschrieben werden durch nur zwei Parameter. Das ist also ein sehr einfaches Modell, eine Normalverteilung. Ich kenne eine Normalverteilung perfekt, wenn ich diese zwei Parameter kenne. Ja? Und dann habe ich vielleicht Daten, die so ein bisschen, wo ich mich fragen kann, passen die zu dieser Normalverteilung oder nicht. Aber alles, was ich schätzen muss, sind diese zwei Parameter, so ein μ und so ein Sigma oder Sigma-Quadrate. Ja? Das ist also quasi die Idee, die es hier geht. Ich reduziere mit einem Modell, aber ich gewinne auch etwas, nämlich Übertragbarkeit auf andere Problemlagen. Der Begriff des Parameters nochmal, um das nochmal ganz klarzustellen, ist also sozusagen die Stellschraube, an der wir drehen können, um unsere Daten zu modellieren. Das ist wichtig für das, was wir jetzt im Folgenden aber tun, dass wir sagen können, diese Daten, y zum Beispiel, die hätte ich auch anders modellieren können. Anders kann heißen, ja, mit anderen Regressoren. So haben wir es bisher so gemacht in der multiplen Regression. Aber dass es auch andere Werte für Beta sein könnten, sprich andere Parameter oder andere Parameterschätzer, das haben wir so nicht gemacht, weil wir immer gesagt haben, ja, ja gut, Ordinary Least Squares löst es für uns, dann haben wir den optimalen Parameter, der so nah an die Wahrheit rankommt, wie es nur geht. Hier wollen wir uns jetzt dafür ein bisschen öffnen, zu sagen, es könnten eben auch andere Parameterwerte resultieren.
Und mit anderen Parametern könnte ich diese Daten auch erklären. Die Frage ist nur, kann ich sie so gut erklären damit? Und welche Parameterwerte haben, ich spreche es schon einmal aus, die Daten, die ich nun mal beobachtet habe, mutmaßlich, likely, vorhergebracht? Was ich also im Folgenden nochmal kurz illustrieren möchte, kurz ist das Probability, wie wir es kennen als Wahrscheinlichkeit, nicht das gleiche ist wie Likelihood, so nah diese zwei Worte sprachlich verwandt sind. Sie haben in der Statistik schon eine distinkte Bedeutung. Mein Lieblingsbeispiel für hier, die eine oder der andere mag es aus dem Bachelor kennen, gerne nochmal für alle, weil es das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringt. Meine Forschungsfrage ist, wie oft landet eigentlich mein herunterfallendes Nutella-Brot auf der Nutella-Seite? Da gibt es also da draußen eine Welt, in der gelten bestimmte physikalische Gesetze und auch bestimmte Gesetzmäßigkeiten rund um Brote und rund um Nutella. Die kenne ich alle nicht. Alles, was ich machen kann, ist zuschauen, wie mir hin und wieder mal das Brot aus der Hand fällt und schauen, was dann passiert. Ich kann also Daten erheben, ja. Und was wir hier machen, ist darüber hinaus noch, dass wir jetzt einfach mal runterbrechen diesen Flug eines Nutella-Brots als entweder ein Erfolg, machen wir mal ein bisschen böse und sagen, fällt aufs Nutella, das ist das, was wir beobachten wollen, wäre ein Erfolg, völlig arbiträre Definition, ansonsten eben ein Misserfolg, könnte ich auch einfach umdrehen. Und jetzt, das ist ein sogenannter Bernoulli-Versuch, wie Sie sicher noch wissen, das können wir jetzt 5-mal machen, 5 Nutella-Trials. Ja. Diese relativ komplexe Tabelle hier unten schon, die stellt jetzt verschiedene Szenarien gegenüber. Und zuerst mal können wir uns fragen, was steht hier noch in diesem, was ist das? In den Spalten dieser Tabelle haben wir jetzt was, mit dem wir uns bisher nicht beschäftigt haben, muss man sagen. Nicht wirklich, weil das sind unterschiedliche mögliche Wahrheiten, wenn Sie so wollen. Unterschiedliche Hypothesen oder in unserer Sprache jetzt unterschiedliche Modelle der Welt. Und das in den Zeilen, was wir hier haben, sind die Dinge, die man so beobachten könnte, die so passieren könnten. Wenn wir 5 Nutella-Trials beobachten, dann gibt es im Prinzip 6 uns interessierende Ausgänge. Entweder das Nutella-Brot fällt nie auf die Nutella-Seite oder es fällt eben 5-mal auf die Nutella-Seite oder alles dazwischen. Als wir Wahrscheinlichkeitsrechnung eingeführt haben, ich oder meine Kolleginnen und Kollegen da draußen in ihrem Grundstudium, haben wir das üblicherweise so gemacht, oder auch die Mathelehrer da draußen eben in der Oberstufe oder so, die haben gesagt, nehmen wir eine Münze, die ist fair, eine faire Münze. Da kann jede Schülerin sofort mitdenken, weil sie ein intuitives Verständnis dafür hat, was der, Achtung, Parameterwert ist, nämlich 0,5. 50%. Eine faire Münze produziert Daten, die in 50% der Fälle Kopf sein werden und in 50% der Fälle Zahl. On the long run. Dieser Parameterwert, diese wahre Wahrscheinlichkeit wird sich verwirklichen in den Daten. So führt man das ein, aber es ist natürlich stinklangweilig, weil da kenne ich den Parameterwert ja schon. Was in der wirklichen Welt ja passiert, ist ja nicht sowas hier, sondern in der wirklichen Welt für uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir beobachten Daten. Zum Beispiel eben, ich gehe nochmal eins zurück, das war ein bisschen zu schnell. Ich kann sagen, okay, wenn in der Wahrscheinlichkeitsrechnung kann ich dann Wahrscheinlichkeitsverteilungen zeichnen. Ich kann eine Binomialverteilung zeichnen mit dem Parameter 0,5 und der andere Parameter der Binomialverteilung 5 Versuche. Ja? Und dann kann ich abtragen als Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie wahrscheinlich ist ein Ausgang 0, 1, 2 und so weiter. Was in der wirklichen Welt aber passiert, ist eher, wir haben eben Daten beobachtet. Zum Beispiel, mir ist die letzten 5 Male 4-mal das Nutella-Brot auf die Nutella-Seite gefallen. Ja? Wenn das der Fall ist, dann ist das hier eine Zeile in dieser Tabelle, womit ich arbeiten muss. Ich muss nämlich fragen, naja, welches Modell der Wirklichkeit passt am besten? Welche Wirklichkeit hat diese Daten hervorgebracht? Ja? War es also, gibt es eine Art Naturgesetz, das etwa sagt, in 10% der Fälle fällt Nutella-Brot auf die Nutella-Seite? Oder ist es eher so in 90%? Dann kann ich hier runtergehen und das natürlich ablesen. Aber was ich dann hier ausdrücke, das sind eigentlich Likelihoods. Es ist die Likelihood
dieses Parameters gegeben diese Daten. Diese Daten bedeutet, ich bin nur in dieser Zeile unterwegs, aber ich schaue, wie likely, wie mutmaßlich hat dieser Parameterwert oder dieser oder dieser oder dieser oder dieser die Daten hervorgebracht. Das fragt die Likelihood. Das kann ich auch als Graph abtragen. Ich kann sagen, der Parameterwert, also diese wahre Fallpräferenz zum Beispiel, ja, die kann ich mal hier quasi kontinuierlich abtragen. Und ich habe sozusagen das mal durchgespielt. Und dieses Durchspielen, das macht die Maximum Likelihood Schätzung dann. Die sagt dann nämlich, welchen dieser Parameterwerte passt am besten zu den Daten, für welchen dieser Werte wird die Likelihood maximal. Das ist die maximale Likelihood. Und was in diesem Fall hier resultieren würde, weil wir 4 von 5 Versuchen hatten, überrascht es uns jetzt natürlich auch nicht, dass ein Parameter von 0,75 etwa dann der 0,7 der hohe Likelihoods haben wird, ja, also hohe Likelihood. Hier nochmal formell formuliert nach Fischer, die Wahrscheinlichkeit, diese Daten zu beobachten, in Abhängigkeit von den Modellparametern unter der Annahme, dass das Modell gilt. Also die Likelihood eines Modells, gegeben die Daten, das ist immer sehr spezifisch für diese Daten, ja, kann ich bekommen. Und da muss man, natürlich ist hier ein Gleichzeichen dazwischen, ein mathematisches. Ich kann, wenn ich diese Wahrscheinlichkeiten kenne, mir die Likelihoods bekommen. Aber das sind trotzdem zwei unterschiedliche Konzepte, wenn Sie das akzeptieren können. Die Likelihood eines Modellparameters entspricht der Wahrscheinlichkeit dieser Daten unter diesem Modellparameter. Dann gibt es da noch eine Konstante K, die kann man üblicherweise vernachlässigen, weil die auch gleich bleibt für unterschiedliche Szenarien. Wenn wir nämlich nachher versuchen, also wir machen das ja gar nicht, aber wenn der Computer eine maximale Likelihood sucht, also ein Maximum der Likelihood-Funktion, dann ist für diese ganzen verschiedenen Szenarien, die er durchspielt, diese Konstante gleich, weil die hängt von n ab letztlich. Ja? Braucht uns nicht weiter interessieren. Wichtige Information steckt hier drin. Und das wird jetzt so weitergehen. Wenn wir also Parameter schätzen, dann heißt es, wir probieren, das können Sie sich übrigens natürlich auch beim einfachen linearen Modell vorstellen. Sie können auch mit einer Maximum Likelihood Schätzung in einem wohlgeformten linearen Modell, den nach Gauss-Markow, den Blue, also dieses Beta finden, per Maximum Likelihood Schätzung, indem Sie einfach, könnten Sie von Hand machen, verschiedene mögliche Betas mal einsetzen. Also auf der X-Achse so einer Likelihood-Funktion immer die möglichen Werte, die man als Parameter einsetzen könnte, und dann auf der Y-Achse quasi die Likelihood, die dann resultieren würde, gegeben diese Daten. Die Daten sind ja da. Und was man dann noch macht, das sei jetzt einmal gesagt, weil später verwende ich es quasi austauschbar, und zwar, ich verwende es austauschbar wegen diesem Graph hier, ob ich die Likelihood selber absuche nach einem Maximum oder, Achtung, die Log-Likelihood. Also was Sie hier sehen, ist einfach nur der Logarithmus dieser Kurve hier oben. Das sehen Sie, das sind hier positive Werte, die rutschen dann ins Negative. Wenn die zwischen 0 und 1 sind, dann rutschen die natürlich ins Negative im Logarithmus. Kann es komplett egal sein, weil alles, was uns interessiert, ist das Maximum. Das sieht man zwar mit bloßem Auge hier so nicht, aber für einen Algorithmus natürlich kein Problem, das auch als das Maximum zu identifizieren, beziehungsweise das ist ja auch gerade noch gar nicht das Maximum. Das Maximum ist ja hier. Ja? Und jetzt ganz wichtig als Grundidee, je höher die Likelihood, desto besser passt es natürlich auf die Daten. Ja, das haben Sie an dem Nutella-Beispiel, glaube ich, auch schon gesehen. Ja, der Parameter, der die höchste Likelihood hat, das ist der eben mutmaßlich von den gegebenen Parametern die Daten auch hervorgebracht hat. Ja, und der Log-Likelihood oder das Log-Likelihood ist das, was wir dann eigentlich üblicherweise in den Algorithmen betrachten. Ich kann, das hatte ich schon anklingen lassen, auch, ich kann jetzt für jedes spezifische Modell, was ich habe, in diesem Fall mal ein einfaches Regressionsmodell, die Log-Likelihood bestimmen.
Diese Formel, die Sie hier sehen, das ist also jetzt überhaupt keine allgemeingültige für die Log Likelihood in der Statistik. So einfach ist es nicht, sondern jedes Modell, abhängig von seiner sogenannten Parametrisierung, also welche Parameter spielen überhaupt eine Rolle, wie kommen diese Daten zustande, hat seine eigene Likelihood-Funktion. Ja? Und für das einfache Regressionsmodell gibt es aber diese bekannte Form, die hängt sozusagen hier ab, dass, da stecken, wenn Sie so wollen, quasi die Daten drin. Das ist hier quasi der Mean Squared Error steckt da drin, Pi steckt drin und N steckt drin und dann noch der Log. Ziemlich kryptische Formel, leiten wir um Gottes Willen auch nicht her. Wir nehmen es nur zur Kenntnis, dass ich mit dieser Formel die Log Likelihood eines einfachen Least Squares Regressionsmodells bestimmen könnte. Und das kann ich jetzt zum Beispiel, das ist quasi nur so als erster Vorgeschmack, ich kann das zum Beispiel für zwei leicht verschiedene Varianten des Modells machen. Ich habe jetzt hier ein einfaches Regressionsmodell, das ist mein ganz altes Beispiel, wo ich die Körpergröße aus der mütterlichen Körpergröße vorhersage. Und das mache ich einmal mit einer Variante, wo ich den Intercept explizit fitte. Diese Parameter haben also ein B0 dabei, was auch gesucht werden muss, für das ich einen Schätzer brauche. Oder der B0 wird einfach weggelassen aus dem ganzen Term. Dann hat es ein Parameter weniger, das ganze Modell. Was ich dann sehe, ist, das Modell mit der Konstante hat die, Achtung, größere Log-Likelihood. Sehen Sie das? Die Log-Likelihoods sind jetzt in diesem Fall alle negativ, die sind klein, mag sein. Aber ich frage trotzdem, welche ist größer? Und größer, minus 315 ist eben ein bisschen größer als minus 319, richtig? Deshalb würde ich hier, auf dieser Basis würde man erstmal sagen, ja, das Modell hat die bessere Log-Likelihood. In der logistischen Regression ist die Lage noch ein bisschen anders und komplizierter. Das ist jetzt ein bisschen eine Herausforderung für uns alle, sozusagen, wie kompliziert wir es jetzt machen und was wir eigentlich wirklich brauchen. Wir brauchen als Anwenderinnen und Anwender in so einer multivariaten Vorlesung jetzt, glaube ich, nicht dorthin gehen zu sagen, wir packen diese Formeln wirklich auseinander und die verschiedenen Umformungen und so. Aber wir versuchen uns die Idee mal klar zu machen. Auch in der logistischen Regression suchen wir die Likelihood eines Parameters und wenn wir das formulieren können, dann können wir diese Funktion auch mit verschiedenen Parameterwerten durchspielen, um zu gucken, wann wird die maximal. Ja? Kurz gesagt heißt es also in diesem Fall, wobei der Satz ja auch allgemein, der hätte auch schon für die einfache lineare Regression gegolten, finde jedes Set Parameterwerte Beta, also das kann ja Beta 0, Beta 1, Beta 2, je nachdem wie kompliziert das Modell eben ist, für all diese Betas brauchst du ja jetzt Werte, finde die Werte, für die die Wahrscheinlichkeit der beobachteten Daten dann maximal wird. Also unter denen die Wahrscheinlichkeit, diese Daten zu beobachten, maximal wird. Man kann dazu auch so ein Killer-Slide machen. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich ihn drin lasse oder nicht. Ich habe jetzt doch gedacht, doch einmal mache ich ihn mal kurz rein. Der einen oder dem anderen hilft er vielleicht ein bisschen. Und die anderen finden ihn schrecklich und dann geht die Welt auch nicht unter, wenn sie den überspringen. Weil Sie wissen, wenn Formeln, dann sind die auch in der Formelsammlung, die allermeisten oder vor allem die wichtigen. Aber lassen Sie es uns kurz anschauen. Ich schaue also jetzt vor allem selber auf dieses Orangene, was Ihnen die Angst vor diesen Formeln oder so ein bisschen nehmen soll. Man kann, wenn man anfängt, bei der logistischen Regression über Likelihood zu reden, mal bei einer Person anfangen. Dass man sich nochmal klar macht, in der logistischen Regression ist die einzelne Beobachtung im Prinzip ein Bernoulli-Versuch. Du hast da jetzt eine 1 oder eine 0 stehen. In unserem Beispiel aus der letzten Vorlesung heißt es, du bist entweder Patient oder nicht Patient. Ja, du hast also die eine Ausprägung oder die andere Ausprägung. Und wir hatten geschrieben, das war diese Gleichung, da habe ich jetzt alles, was ich hier mache, ich schreibe es mal mit kleinem i, quasi für eine Person. Ich schreibe mal einen Ausdruck, den nenne ich PI. Das ist quasi die Wahrscheinlichkeit, dass deine Ausprägung auf der y-Variable die 1 sein wird. Es gibt nur die 1 oder die 0. Dass du die 1 sein wirst, gegeben dein x. Wie komme ich von deinem x-Wert zu deiner Wahrscheinlichkeit 1 zu sein? Über die logistische Funktion. Die ist hier nochmal geschrieben. Das ist einfach, kannst auch nochmal
zur Erinnerung daneben malen die logistische Funktion. Ja? Also wie komme ich zu deinem P von deinem X? Ich benutze diese logistische Funktion. Ja? So, da oben drin, Entschuldigung, ist fast hinter meinem Video versteckt, da steckt ja das Beta drin. Ich habe nichts, ich habe nur das nochmal hingekritzelt, was auch hier auf dem Slide schon steht. Ja? Das ist sozusagen, hier steckt ja mein Beta drin. Das heißt, damit ich jetzt verschiedene Betas durchprobieren kann und die Likelihood ausdrücken kann, muss ich das ein bisschen umformen. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich klar zu machen, das ist deine Wahrscheinlichkeit. Ich muss jetzt also eigentlich fragen, wie oft habe ich denn eine 1 beobachtet? Das ist jetzt übrigens hier ein bisschen aufwendig formuliert, aber was Sie im Kern hier sehen, ist die Grundgleichung jedes Bernoulli-Versuchs oder auch jedes Binomialproblems, wo ich sage, ich habe eine Wahrscheinlichkeit, dass das eine eintritt und ich habe eine Gegenwahrscheinlichkeit, dann tritt das andere ein. So ist das ja bei Bernoulli-Variablen. Ich kann nur diese zwei Zustände annehmen. Und das heißt eigentlich, mit der logistischen Funktion kann ich für dich die Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass du 1 bist. Und das muss ich wie oft nehmen? Ganz wichtig, alle Probanden sind unabhängig, dürfen wir nie vergessen. Alle unsere Beobachtungen in der logistischen Regression sind alle unabhängig. Also kann ich jetzt fragen, für diese ganzen Daten, wie konnten die zustande kommen? Das ist ein Binomialproblem. Die kamen so zustande quasi, dass ich sage, so oft wie ich eben eine 1 beobachtet habe, die Wahrscheinlichkeit, dass es auch 1 wird, mal der Gegenwahrscheinlichkeit, also der Misserfolgswahrscheinlichkeit, sagt man im Bernoulli-Binomialsprech. Wie oft das? Ja, das so oft, wie ich eben Misserfolge beobachtet habe in meinen Daten, also hoch 1 minus, minus P sozusagen. Hoch 1 minus K, Entschuldigung, also die Misserfolge. Also, wie viele Einsen hatte, wie viele Nullen hatte ich, mit welcher Funktion kann ich die Wahrscheinlichkeit, eine 1 zu bekommen, sagen, das war die logistische Funktion, wie oft kann ich sagen, dass ich 0 bekomme, das ist das Inverse der logistischen Funktion. Jetzt nochmal ganz kurz, hier habe ich jetzt eine Multiplikation. Warum habe ich eine Multiplikation? Weil ich sage, die Likelihood des Parameters, die bekomme ich, indem ich quasi die Wahrscheinlichkeit, mit diesem Parameter diese Daten zu beobachten, für alle Daten, die ich habe, aufmultiplizieren kann, weil es alles unabhängige Ereignisse sind. Ja? So haben wir ursprünglich auch mal in der Binomialverteilung das hergeleitet, dass wir gesagt haben, na gut, diese 4 Probanden, diese 5 Probanden, das sind 5 unabhängige Ereignisse. Die Eintretenswahrscheinlichkeiten kann ich quasi aufmultiplizieren. Und jetzt sehen Sie auch, warum die Mathematikerin das Ganze lieber über die Log-Likelihood macht, weil, jetzt kommt der Trick, die Log-Likelihood bedeutet, alles, was ich hier multiplizieren musste, das Produkt, verwandelt sich mit dem Trick, dass der Log von Produkten einfach der Summe dieser Logs entspricht, in ein Summierungsproblem. Ja? Ich kann hier einfach die Logs dieser Wahrscheinlichkeiten aufsummieren und bekomme so die Log-Likelihood. Aber was dieses Slide natürlich nicht zeigt, ist, dass das ist jetzt der, es ist ein Wert. Es ist die Log-Likelihood eines Modells, wo ich einen bestimmten Wert für die Betas eingesetzt habe. Und jetzt beginnt die harte Arbeit. Die machen wir uns aber nicht selber, die macht der Computer für uns, dass wir sagen, ich muss jetzt, Verzeihung, iterativ quasi das durchspielen und suche nach der Parameterkombination Beta, die diesen Ausdruck, der da gerade stand, diese Log-Likelihood maximal werden lässt. Ja? Das sind verschiedene Algorithmen, die es dafür gibt. Am meisten wird dieser Newton-Raphson-Algorithmus verwendet. Ganz verschiedene Varianten. Und wir müssen einfach anerkennen, dass wir bei solchen Problemen, wo die Likelihood quasi so eine relativ komplizierte Funktion schon hat, wir das, also Ordinary Least Squares, da auch einfach gar nicht in Frage kommen. Für ein Modell. Umgekehrt wird aber ein Schuh draus. In den einfachen Modellen, in den einfachen linearen Modellen, kann ich auch mit so einem Newton-Raphson-Algorithmus angreifen und die Maximum Likelihood, also die Likelihood maximieren, komme ich beim gleichen Schätzer raus. Ja?
Ein Fall, den Sie mal noch gehört haben sollten, das ist jetzt einfach so, deshalb steht darüber auch Anwendung, Umsetzung. Anders als die Formeln ist mir das schon wichtig, dass Sie das mal gehört haben. Sie werden manchmal auch nämlich von Software-Packages gefragt, willst du das mit Maximum Likelihood schätzen oder, Achtung, mit Restricted Maximum Likelihood? Oder mein Statistikprof Willi Nagel, Gott habe ihn selig, sagte immer Remmel, so schön, das war so ein Österreicher, der sagte immer Remmel, die Remmel, mit der Remmel-Schätzung müssen Sie das machen. Restricted Maximum Likelihood. Die Restricted Maximum Likelihood ist oft numerisch, würde ich sagen, ein bisschen stabiler. Warum? Weil sie restricted ist. Was heißt es? Sie versucht nicht, alle Parameter auf einmal zu schätzen. In den linearen Modellen von uns meist nicht erwähnt. Wir reden immer von den Betas. Aber wir hatten ja gesagt, wir nehmen auch an, dass das Residuum oder der Fehler eine um 0 verteilte Zufallsvariable ist mit einer Varianz. Diese Varianz ist ebenfalls ein Parameter, die Modelle schätzen müssen. In den hierarchischen linearen Modellen, die uns in ein, zwei Wochen anfangen zu interessieren, ist es ebenfalls so, dass diese Varianzen zerfallen in mehrere Varianzparameter. Und die Restricted Maximum Likelihood ignoriert die sozusagen mal kurz und kapriziert sich auf das Schätzen dieser Betas oder optimiert die sucht nach dem Maximum der Likelihood unter Betrachtung der Betas, sage ich mal, bisschen verkürzend. Und deshalb müssen wir als Anwenderinnen uns entscheiden, ob wir Maximum Likelihood oder Restricted Maximum Likelihood machen. Und es gibt dann auch Fälle, wie die Modellvergleiche, die wir jetzt gleich noch anschauen, wofür ich dann Modelle, die ich eigentlich schon fertig habe, nochmal schätze mit dem jeweils anderen, damit diese Log-Likelihoods dann für irgendwas besser verwendet werden können. Also, das bleibt jetzt ein bisschen kryptisch für Sie, aber nehmen Sie mal zur Kenntnis, dass Sie hin und wieder da eine Entscheidung treffen müssen oder dass auch Software-Packages für Sie Entscheidungen treffen und Ihnen dann mitteilen, dieses Modell wurde jetzt mit Maximum Likelihood geschätzt oder mit Restricted Maximum Likelihood. Das soll für unsere Zwecke hier jetzt erstmal so genügen. In der zweiten Hälfte des Videos, auf der Basis unseres kursorischen Wissens rund um Likelihood jetzt. Likelihood also als ein Maß dafür, wie gut dieser Parameter und damit das ganze Modell diese Daten erklären kann. Und immer unter der Annahme, wir haben jetzt schon die Likelihood maximiert und arbeiten weiter jetzt also mit unseren Schätzern, mit den Parameterwerten, die uns ausgespuckt wurden, als jene, die Likelihood maximieren. Wie kann ich jetzt auf der Basis, was nützt mir das, wenn ich Regressionsmodelle, zum Beispiel logistische oder generalisierte lineare Modelle, letztlich auf ihre Modellgüte hin anschauen möchte? Da hilft es, sich kurz daran zu erinnern, wie es im Ordinary Least Squares war. Hatten wir gesagt, R Quadrat als ein Maß dafür, wie groß sind die Abweichungsquadrate, die ich durch mein Modell bekomme, relativ zu den gesamten Abweichungsquadraten. Das war eine Größe, die groß sein sollte, richtig? Wenn das Modell fast so viel Abweichungsquadrat hat wie die Daten, dann heißt es, das Modell passt sehr gut auf die Daten oder kann diese Variation gut erklären. Also the logic rund um R Quadrat. Jetzt machen wir keine Ordinary Least Squares mehr. Wir bekommen also auch keine Squares, die Least sein können und haben deshalb dieses R-Quadrat auch so nicht. Aber so einfach gibt sich der Statistiker in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht zufrieden, sondern der sucht natürlich jetzt nach Maßen. Und dazu kommen wir dann gleich. Ich glaube, ich greife gerade minimal vor. Aber der sucht jetzt natürlich nach Maßen, die er auch R-Quadrat nennen kann, die unter der Haube anders berechnet werden, die aber ähnlich funktionieren. Die also auch zum Beispiel zwischen 0 und 1 liegen und ähnliches. Ja? Und da wird die Likelihood eine große Rolle spielen, denn die Likelihood hat ja jetzt so ein bisschen die Funktion vom R-Quadrat oder von den Abweichungsquadraten übernommen. Also wir haben ja jetzt nicht minimale Abweichungsquadrate, aber wir haben maximale Likelihood jetzt. Wir wissen, dieses Modell haben wir eine gute Likelihood und können fragen, wie ist es mit einem leicht anderen Modell. Also, ich greife schon ein bisschen vor. Es gibt verschiedene Arten jetzt, wie ich Modelle formell vergleichen kann. Ich habe es gerade schon mal kurz anklingen lassen an dem Körpergrößenbeispiel, als ich als erstes mal gesagt hatte, guck mal, die Likelihood hier ist größer, minus 315, mehr als minus 319.
Jetzt kommen wir zu einem Kriterium, was das formalisiert hat, nämlich AKIKIS Informationskriterium. Da hört man auch immer Nettes, wie sich Studierende oder auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen abbrechen und von a cake oder so sprechen. Ist ein Japaner gewesen, ich würde ihn mal einfach AKIKE nennen, das ist eigentlich das Verbreiteste. AKIKIS Informationskriterium oder AIC, der hat eine Formel gefunden, die unglaublich simpel aussieht. Nämlich, also wir wissen jetzt natürlich, dass sich hinter dieser Log-Likelihood eine komplizierte Formel versteckt. Aber wir wissen auch, brauchen uns eigentlich auch nicht kümmern, wir bekommen von unseren Statistikmodellen eine Log-Likelihood oder eine Likelihood ausgespuckt, aus der wir eine Log-Likelihood machen können. Also auf Deutsch, hier vorne, das ist eine Zahl, dann ist minus 2 mal diese Zahl auch eine Zahl. Plus 2 mal k. Ja, was ist k? K ist die Anzahl Parameter, die ich habe. Und was AKIKE jetzt hier als Logik drin hat, das sieht man dieser einfachen Formel natürlich nicht mehr an, wie viel Geschichte da in dieser Formel drinsteckt und wie viel Weltwissen. Und natürlich mathematisches Genie letztlich. Er benutzt die sogenannte minus 2 mal die Log-Likelihood. Das ist in der Statistik, ich glaube nicht, dass er es zum ersten Mal verwendet hat, das ist in der Statistik zu einem eigenen stehenden Begriff geworden. Das ist die sogenannte Deviance. Also nochmal, große Log-Likelihood oder Likelihoods sollten ja eigentlich maximal werden. Jetzt flippe ich, was immer das ist, indem ich es mit minus 2 multipliziere, dann müsste es jetzt eigentlich so sein, dass kleiner besser ist. Ja, richtig, jetzt geht es nicht mehr um größer, sondern jetzt geht es um, wer immer kleiner ist, gewinnt. Das heißt, kleine Deviance ist gut. Und da haut er jetzt aber einen kleinen Strafterm sozusagen wieder drauf. Nämlich, er sagt, wie hast du denn diese kleine Likelihood hinbekommen oder diese wie auch immer geartete Likelihood, wo klein besser ist jetzt, Deviance dann, also minus 2 mal die Log-Likelihood. Das heißt, er zählt hier 2 mal die Anzahl Parameter, die du dazu verwendet hast, um dieses Modell zu fitten, wieder oben drauf. Denken Sie hier mal kurz an einen Extremfall. Einfache kleine Punktwolke, ein paar Pünktchen. Sie können entweder ein Ein-Parameter-Modell fitten, das wäre der Mittelwert. Sie können ein Zwei-Parameter-Modell fitten, das wäre eine Gerade. Oder Sie können ein Zehn-Parameter-Modell fitten, das ist also ein Polynom zehnter Ordnung, ja, mit einem kubischen und quadratischen, kubischen und so weiter Trend. Dann haben Sie diese Daten natürlich komplett gefittet, bekommen eine kleine Deviance, aber zahlen dann eben auch Strafe dafür. Das kennen wir so ein bisschen vom Adjusted R-Quadrat natürlich, diese Logik zu sagen, ich muss schon irgendwie auch einberechnen, mit wie vielen Parametern ich diese Modellgüte hinbekommen habe. So, und für das Beispiel von vorhin kann ich mal diese zwei Log-Likelihoods, die wir da ausgerechnet hatten, minus 315 und minus 319 einsetzen, kann also zwei solche AICs ausrechnen und bekomme dann auch hier das kleinere AIC. Also hier ist es jetzt so beim AKIKE, das kleinere gewinnt. Und das ist auch so eine simple Regel, die kann ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich die mal merken. Die gilt auch für, es gibt noch ein paar andere Informationskriterien, das Bayes-Schwarze-Informationskriterium oder BIC heißt es dann auch. Das sehen Sie auch oft, das ist quasi so eine Art Cousin vom AIC, auch ein Informationskriterium, auch dort gilt, kleiner ist besser. Ja? Aber natürlich, manchen reicht es nicht, die sagen, ja, nee, ich möchte lieber doch einen Signifikanztest machen, Herr Obleser. Das ist ja ganz nett, dass das kleiner ist, aber sowas, das kapiere ich nicht oder das kapiert meine Betreuerin nicht oder mein Betreuer. Ich möchte gern einfach, wie immer, können wir nicht einen Signifikanztest machen? Und dann sage ich, ja, können Sie machen. Das ist der sogenannte Likelihood Ratio Test. Den hatte ich schon einmal erwähnt im letzten Video, als ich gesagt hatte, gerade für logistische Regressionsmodelle, wenn wir sagen wollen, ist das Modell denn besser mit einem Beta dabei, mit einem Regressor dabei? Ist das Beta, was wir neu dazugenommen haben, von 0 verschieden? Dann hatte ich dort auch schon gesagt, dann können wir einen sogenannten Likelihood Ratio Test machen. Und den sehen wir hier jetzt nochmal in Aktion. Nachdem wir Likelihoods kennen, macht es ein bisschen mehr Sinn. Der Likelihood Ratio Test formuliert eine, wenig überraschend, eine Ratio, also ein Bruch, ein Bruch aus zwei Likelihoods. Nämlich einer Likelihood, die ich hier mal 0 nenne, und einer Likelihood 1. Also zum Beispiel zwei Modellen, die sich in nur einem Parameter unterscheiden, nämlich in der Anzahl
Parameter sozusagen. Oder in einer Hinsicht, sollte ich sagen, unterscheiden. Die können sich auch, das kann auch ein Modell sein, wo auf einmal zwei Regressoren dazugenommen wurden. Dann wäre K1 zum Beispiel, sagen wir mal, K1 wäre ein einfaches Modell mit eben vielleicht zwei Parametern und dann nehme ich zwei Regressoren noch dazu. Dann habe ich ein zweites Modell mit vier Parametern. Nur als Beispiel. Hier ist es jetzt gleich noch ein bisschen einfacher, typischer in unserem Intercept-Beispiel mit oder ohne Intercept, ist also ein Parameter mehr oder weniger. Dieses Lambda hier kann man sagen, lässt sich zeigen, wurde von Neyman, Pearson, Fisher, das wussten alle schon vor 100 Jahren, dass man sagen kann, minus zweimal den Log dieser Ratio, also das ist ja quasi auch eine, das ist ein Verhältnis von Likelihoods, minus zweimal diese Log Likelihood ist Chi Quadrat verteilt. Hier passiert jetzt noch was Interessantes. Die Regel hatte ich vorher schon mal erwähnt, das ist so ein bisschen das mathematische Kleingedruckte. Ob ich den Logarithmus von so einem Bruch mir angucke oder ob ich die erst beide logarithmiere und dann voneinander abziehe, das ist das Gleiche. Okay, das ist einfach nur eine Umformung. Dass das minus 2 hier wegfällt, ist nochmal ein fieserer Trick. Das ist eigentlich also wirklich stark kriminell verkürzt, weil ich weiß, dass Chi-Quadrat verteilte Größen ja eigentlich nur positiv sein können. Fällt dieses Minus hier einfach unter den Tisch. Ich könnte also eigentlich von Anfang an, hätte ich euch das auch so hinschreiben können, hätte sagen können, zweimal die Log, den Log dieses Likelihood-Verhältnisses ist Chi-Quadrat verteilt. Man schreibt es, man liest es trotzdem oft mit minus 2. Das hat natürlich mit dieser Devianz zu tun, weil minus 2 mal eine Log-Likelihood eine Devianz ist. It doesn't matter that much. Das hier ist Chi-Quadrat verteilt. Und das ist schön, dann kann ich nämlich eine Chi-Quadrat-Tabelle heranziehen und kann sagen, okay, ich bekomme eine Prüfstatistik. Das ist sozusagen letztlich der Unterschied in den Log-Likelihoods. Und der ist Chi-Quadrat verteilt mit wie viel Freiheitsgraden? So viele, wie die Parameteranzahl sich eben unterscheidet. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich nur einen dazugenommen habe, dann ist es eine Chi-Quadrat-Verteilung mit einem Freiheitsgrad. Und dann kann ich das nachgucken und das können wir hier in dem Fall auch machen. Das ist jetzt ein kleines Zahlenbeispiel, was wir hier nicht genau durchgemacht hatten. Da müssten wir, das ist jetzt also, das ist ein bisschen irreführend, weil ich das aus einer anderen Vorlesung übernommen habe vor, das müsste ich mal, verzeihen Sie, entweder an das Nutella-Beispiel oder an das Körpergrößen-Beispiel anpassen. Ich glaube, es ist hier weder noch, das müssen Sie verzeihen. Aber Sie können es einfach mal verfolgen, Sie können ja mal hinnehmen, dass wir sagen, der Unterschied in den Log-Likelihoods sei 4, dann ist 2 mal 4 8, dann ist unsere Prüfgröße also 8 und Freiheitsgrade, das ist ein Modell, was sich nur in einem Parameter unterscheidet, also mit einem Freiheitsgrad, dann gucke ich das nach und dann werde ich feststellen, dass wie immer das jetzt hier zustande kam, dies ein nach allen Maßstäben signifikanter Unterschied wäre, also Likelihood Ratio Test. Ich könnte schlussfolgern, dass, und jetzt kommt die Frage, welches Modell ist jetzt besser? Weil das eine Chi-Quadrat verteilte Größe ist, verliere ich ja die Richtung. Was mache ich da? Ja, da gehe ich natürlich letztlich zurück zu dem, was ich auch für AKIKE verwendet habe. Ich sage, nach aller Logik ist jetzt das Modell besser, was eben die kleinere, das kleinere AKIKE oder auch die größere Log-Likelihood hatte. Ja? So kommen wir hier zurecht. Für unsere Zwecke aber der Fokus jetzt gerichtet auch noch auf diese sogenannten Pseudo-R-Quadrat-Maße. Ich hatte vorhin schon kurz anklingen lassen, mit einem einfachen R-Quadrat, wie wir es aus dem Ordinary Least Squares kennen, können wir hier nicht hantieren. Food for thought nochmal für Sie, warum eigentlich nicht? Ich hatte schon einige Hinweise gegeben, es gibt auch noch ein paar mehr, wie Sie es sich herleiten können. Sie können es aber auch einfach akzeptieren, dass wir sagen, wo keine Least Squares Schätzung, dort keine Least Squares in dem Sinne und entsprechend, oder keine Squares, keine Abweichungs-Squares, die ich jetzt einfach da irgendwie metrisch miteinander verrechnen könnte, um ein R-Quadrat zu bekommen. Stattdessen nimmt diese Rolle quasi die Log-Likelihood eigentlich ein. Und ich möchte kurz drei und dann auf dem nächsten Slide noch ein viertes sogenanntes Pseudo-R-Quadrat vorstellen. Schöner Name, Pseudo-R-Quadrat, weil es eben kein R-Quadrat im Wortsinne ist, auch kein adjustiertes R-Quadrat, sondern
ein Maß, alle vier Maße, die versuchen, wie R-Quadrat sich interpretieren zu lassen. Das ist der eigentliche Trick. Man möchte gern auch bei generalisierten linearen Modellen der Leserschaft, den Gutachtern, sich selbst Zahlen hinlegen können, die so aussehen wie R-Quadrats, die irgendwie zwischen 0 und 1 liegen und die man ähnlich interpretieren kann. Und die, so müsste es eigentlich auch gehen, wenn man sie auf ein einfaches Regressionsmodell doch mal anwendet, denn wie gesagt, auch dort kann ich eine Log-Likelihood ausrechnen, haben wir ja gerade gemacht bei der Körpergröße, dann müssten die auch Richtung, also müsste das gleiche rauskommen wie beim Ordinary Least Squares R-Quadrat. Das wäre so die Forderung. McFadden hat Folgendes vorgeschlagen. Setz die Log-Likelihood deines dich interessierenden Modells, also es ist jetzt immer schon gedacht als Modellvergleich, aber das hatten wir ja auch beim R-Quadrat gesehen. R-Quadrat und F-Tests sind in sich ja auch Modellvergleiche. Vergleiche mit einem immer noch primitiveren Modell, zum Beispiel ein Mittelwertsmodell. Und die Logik haben wir jetzt hier auch. Also, nimm die Log-Likelihood des dich interessierenden Modells und teile sie durch die Log-Likelihood eines wie gearteten Nullmodells, also einer einfacheren Variante zum Beispiel, wo der dich interessierende Parameter fehlt, oder einfach ein Modell, wo du nur den Mittelwert gefittet hattest. Ja? Und das Ganze ziehst du von 1 ab und bekommst dann etwas, das sich auch zwischen 0 und 1 bewegen sollte. Cox und Snell, mindestens so weit verbreitet wie McFadden, wenn nicht weiter, machen es ein bisschen anders. Die nehmen nicht die Log-Likelihood, sondern die nehmen den Bruch der Likelihoods. Also hier ist es mal ein Unterschied. Das könnten wir auch als LL schreiben, das wäre die Log-Likelihood. Aber hier bei Cox und Snell, das Verhältnis der Likelihoods. Aber das Ganze wird noch, da gehen hier die Anzahl Beobachtungen ein. Wie groß war dieses Modell? Also hoch 2 durch n. Ja? 1 minus. Dieses Cox und Snell ist ziemlich weit verbreitet, hat aber ein massives Problem. Es hat nämlich ein Kernkriterium war, dass es so zwischen 0 und 1 liegen soll. Das tut es zwar, aber es kann nie 1 werden. Es wird maximal 0.75. Ist natürlich blöd. Also würde man sagen, oder? Das ist nicht so praktisch. Und zwar, das kann maximal 0.75 werden, wenn die Wahrscheinlichkeit, also wir würden sagen, wenn der Intercept sozusagen in unserem logistischen Regressionsmodell bei 0.5 liegt. Ja. Sonst sogar kleiner. Das hat mit diesem hoch 2 durch n hier zu tun. Und dann, und das ist das Erfolgreichste, Sie sehen auch gleich, warum das Erfolgreichste ist, ist das Pseudo-R-Quadrat nach Nagelkerke, was eigentlich einfach ein skaliertes Cox und Snell ist. Man muss dafür nämlich das Cox und Snell ausrechnen, oder das macht die Software für dich, rechnet das Cox und Snell R-Quadrat aus und skaliert dann einfach das Cox und Snell am maximal möglichen Cox und Snell. Also bleiben wir mal in einem Fall, wo das hier maximal 0.75 werden kann. Dann teile ich, was immer ich im Cox und Snell bekommen habe, sehen Sie das, das ist die gleiche Formel, durch dieses maximal mögliche, dann kann es wieder maximal 1 werden. Ja. Neues Maximum definiert. Natürlich ein billiger Trick. Ist okay, weil dann liegst du wieder zwischen 0 und 1. Wir sehen aber gleich an einem Zahlenbeispiel, dass das auch zu massiven Überschätzungen führt. Wir sehen gleich an einem Beispiel, dass dann diese R-Quadrats schön beieinander liegen, diese Pseudo-R-Quadrats und das Nagelkerke eigentlich zu hoch rauskommt. Und die echten Profis in dem Feld, wie Frank Harrell, die würden auch sagen, lass die Finger von Nagelkerke. Sie sehen aber auch, warum wahrscheinlich viele Nutzerinnen und Nutzer gern Nagelkerke berichten. Wenn es dann aus einer Reihe von möglichen R-Quadrats, von denen sie alle keine Ahnung haben, das Größte ist, dann berichten sie halt das. Bisschen böse gesagt. Die neueste Entwicklung finde ich die lustigste. Sehen wir auch gleich noch in der Vorhersage von, wenn wir die logistische Regression gleich benutzen, als Klinikerin möchte ich fast sagen, und Kliniker und Vorhersagen machen, dann ist R-Quadrat nach Tuer das eigentlich das Eingängigste. Auf den ersten Blick ist es ein bisschen merkwürdig, weil es ganz anders daherkommt. Keine Log-Likelihood und nichts. Was ich hier mache ist, ich rechne quasi, also die logistische Regression spuckt mir ja eben nicht Nullen und Einsen aus, sondern die spuckt mir eigentlich für jeden Probanden diese vorhergesagten Werte aus, erstmal. Also Wahrscheinlichkeiten eigentlich. Es werden also Ps, also Y-Huts, sind eigentlich Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1, die ich pro Proband ausgespuckt bekomme, pro Beobachtung. Und ich kann jetzt sagen, welche Werte sagt mir im Mittel, das sagt dieser Strich hier oben, welche Werte Y-Hut zwischen 0 und 1,
sagt mir im Mittel mein Modell vorher für jene Probanden, y gleich 1, die wirklich dieses Merkmal hatten, die wirklich 1 waren in meiner abhängigen Variable, versus jene oder davon abgezogen die mittlere vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, 1 zu sein für jene, die das nicht hatten. Ein gutes Modell sollte ja für all die, die 1 wirklich hatten, also zum Beispiel die wirklich die Patienten waren, hohe Wahrscheinlichkeiten vorhersagen, Patient zu sein. Und für all jene, die nicht Patienten waren, entsprechend bitte niedrige Wahrscheinlichkeiten vorhersagen. Dann ist es ein gutes Modell, oder? Dann geht es in die richtige Richtung. Entsprechend wird das größer und das, was ich davon abziehe, immer kleiner. Und das Ganze sollte gegen 1 marschieren. Wunderbares Maß. Das Paper ist erst 2009 erschienen. Bin großer Fan. Das möchte ich mit euch jetzt kurz noch durchspielen. In der Viertelstunde. Ich hoffe, ich schaff's. Wir machen eine logistische Regression mit nicht sehr viel Daten. Ich habe nur 43 Studierende damals gehabt. Jetzt wäre es besser. Ich hatte ein paar mehr dieses Jahr. Und was wir gemacht haben, wir haben einen kleinen Fragebogen am Anfang des Jahrgangs gemacht, der rund um statistisches Denken, kann man sagen, ging. Aber hat natürlich auch sowas wie Geschlecht oder so abgefragt. Und ich spiele jetzt hier einfach nur, weil es ein binäres Merkmal ist und weil ich gerne logistische Regression demonstrieren möchte, möchte ich jetzt hier mal das Geschlecht vorhersagen, meiner Studierenden quasi. Also ich möchte ein Modell finden, was insofern die Wirklichkeit gut beschreibt, als es gut ist im Vorhersagen oder Rekonstruieren, kann man auch sagen, wenn man es als Decoding Model sich vorstellt, im Rekonstruieren des tatsächlichen Geschlechts meiner Probanden oder des selbstberichteten Geschlechts auf Basis von 3 Regressoren. Der eine heißt Random Politik, das ist ein Fragebogen-Item, und der andere ist Gründlichkeit und der andere ist Statistikfreude. Super wahllos, ihr seht schon. Nichtsdestotrotz, wir wollen das gleich probieren. Die Items sind: Statistik macht mir einfach Freude, war ein Zustimmungs-Item zwischen 1 und 9. Zweitens, politische Entscheidungen sollten zuvor in randomisierten Versuchen erprobt werden. Also, ja, ein Meinungs-Item eigentlich, aber was vielleicht zeigt, wie stark man ja Statistik im Alltag eigentlich verwirklicht sehen will oder wiefern man sich wünscht, dass letztlich gute wissenschaftliche Praxis auch die Entscheidungen von Politikerinnen und Politikern und letztlich unser aller Policies, Regeln eben beeinflusst. Und dann, ich bin jemand, der gründlich arbeitet. Könnte also auch aus dem Conscientiousness-Konstrukt in der Persönlichkeit stammen. So, mit den 3 mache ich mal eine logistische Regression. Und ich probiere jetzt einfach nur einige Sachen daran aus. Ich mache jetzt keine komplette logistische Regression, sondern das, was wir heute besprochen haben. Sprich, wir wollen erstmal auf diese R-Quadrats gucken. Was mir SPSS damals ausspuckte, waren Dinge, die wir jetzt kennen. Nämlich, erstmal der Model Summary, der mir ausgegeben wurde, besagte, die minus 2 mal Log Likelihood, oder da steht minus 2 Log Likelihood. Das wisst ihr jetzt, was das ist? Minus 2 mal die Log Likelihood ist die sogenannte Deviance, beträgt 40, 39,442. Keine Ahnung, was das wert ist, ich habe keinen Vergleich, aber das ist ein Wert, den werde ich vielleicht noch gleich vergleichen mit anderen. Daraus ergibt sich Coxon-Snell R-Quadrat von Punkt 15. Nagelkerke wird uns noch mit ausgegeben, hatten wir gesagt, ist nur eine skalierte, letztlich nach oben korrigierte Version von Coxon-Snell. Das durch das maximal mögliche Coxon-Snell geteilt wurde, wie uns gerade erzählt wurde, kann es ja nur größer ausfallen. Und zwar ganz schön größer, Punkt 23. Wenn wir also jetzt einfach Pseudo-R-Quadrats mal wie R-Quadrats interpretieren, dafür sind sie ja da, dann würden wir sagen, aha, das kann man sich also so vorstellen, wie 23% der Variation im Geschlecht, diese Sprache, diese Ordinary Least Squares Sprache mal kurz verwende, kann ich kennen, wenn ich diese 3 Regressoren mit einbeziehe. Wenn ich also deine Meinung zu diesen zur Rolle von randomisierten Versuchen in der Politik, zur Gründlichkeit und Statistikfreude kenne. Was hier fehlt, ist McFadden's R-Quadrat, was ich eigentlich vorher als erstes vorgeführt hatte. Dann könnten wir jetzt hier mal versuchen, das war ehrlich gesagt ein bisschen gar nicht so einfach damals, das aus SPSS rauszuzimmern, es von Hand auszurechnen. Es würde damit losgehen, dass ich aus dieser Deviance wieder die eigentliche Log-Likelihood brauche. Und ich habe es dann irgendwie geschafft,
in dem, ach nee, was ich eigentlich brauche, so muss ich ja sagen, ich habe für mein Full Model hier die Deviance, also kann ich das, wenn ich das einfach wieder durch minus 2 teile, bekomme ich einfach die Log Likelihood für mein Modell, was mich interessiert, mein Full Model. Ja? Aber wenn Sie in die Formel von McFadden kurz gucken, ich brauche Likelihood und Log Likelihood des Full Models geteilt durch Log Likelihood des Null Models. Und das jetzt herzukriegen, ist vielleicht nicht so trivial. Wenn man ein bisschen in den Maschinenraum von so einem Statistikprogramm einsteigt, kann es gehen. In R wäre es wahrscheinlich auch kein Problem. In Jamovi oder so wäre es wahrscheinlich aussichtslos, muss man ehrlich sagen. Vielleicht schaffen Sie es ja im Seminar. Aber ich habe es geschafft. Irgendwo tief im Maschinenraum von SPSS habe ich gefunden, dass ich bei der logistischen Regression sagen kann, als Output, gib mir mal die Iteration History. Warum Iteration History? Nun, weil das Programm, also ja, hatten wir gesagt, um die Maximum Likelihood zu finden, verschiedene Varianten durchprobieren muss. Und hier wird uns auch gesagt, wie es losging. Man muss wirklich die Fußnote von der Fußnote lesen. Bei A ist die Konstante im Modell aber nichts anderes sozusagen. Und in dem Fall sieht man, das ist eigentlich egal, wo das hinkonvergiert, das ging, hat ganz schnell konvergiert, da kommen Werte von 46,6 raus. Wir sagen also mal verkürzend, oder geringfügig verkürzen, das Nullmodell hat eine Log minus 2, eine Deviance von 46 versus das Full Model eine von 39. Daraus kann ich Log Likelihoods wieder bekommen. Ich habe also quasi hier mal, das habe ich jetzt in MATLAB wiederum gemacht, aber das ist also letztlich mein, das benutze ich einfach nur als Taschenrechner. Ich habe die Deviance des Nullmodells, die Deviance des vollen Modells. Passt, die Deviance ist kleiner, das heißt, die Log Likelihood müsste schon mal größer sein. Teile ich die beiden durch minus 2, dann habe ich wieder, das heißt hier LL, habe ich Log Likelihoods für die zwei Modelle. Und dann kann ich doch McFadden's R in einer Zeile ausrechnen. 1 minus Log Likelihood des Vollmodells geteilt durch Log Likelihood des Nullmodells ergibt mir Punkt 15. Dieses Punkt 15,4 erinnert uns verdammt an das Cox und Snell. Und das ist interessant. Deshalb ist es auch so, dass Programme einem üblicherweise mehrere ausgeben. Es sind alles Pseudo-R-Quadrats und hier ist es jetzt ein schönes Beispiel, wie man sagt, man schaut nicht auf einen Parameter, sondern man schaut einfach auf mehrere Parameter gemeinsam und wenn die schön in die ähnliche Richtung gehen, dann weiß ich auch, okay, dieses Punkt 15, Punkt 16, das glaube ich als Varianzaufklärung, dieses Nagelkerke ist offensichtlich ein bisschen übertrieben. Ich kann dann jetzt noch weitergehen und auch dieses Vorhersage- oder Klassifikationsproblem, wofür wir logistische Regression auch im wirklichen Leben sehr oft benutzen, durchspielen und werde dann auch noch in der Lage sein, dieses Thures R-Quadrat auch noch auszurechnen. Also hier jetzt mal noch ein bisschen mehr Output von dieser immer noch selben logistischen Regression. Hier unten haben wir nochmal eine Koeffiziententabelle, wo wir quasi eine Art Intercept bekommen. Ein B, muss mal gerade gucken, wir haben hier, glaube ich, ich gehe das, glaube ich, alles gleich noch in Ruhe durch. Also machen wir es mal in Ruhe. Also, genau, nee, das machen wir jetzt als nächstes. Wir schauen mal kurz hier unten auf diese Koeffiziententabelle und sehen dann hier quasi für unsere drei Regressoren jeweils Bs. Wir sehen jeweils Standardfehler. Wir sehen jeweils E hoch B, können Sie sich erinnern, was E hoch B war oder X von B? X von B ist die Spalte, zu der Ihr Auge wahrscheinlich, wenn es ein bisschen geübt ist, springen wird, wenn es logistische Regression interpretiert, weil dies sozusagen ein Odds Ratio, als Odds Ratio zu interpretieren ist, als Änderung der Odds im Outcome mit jeder Unit Veränderung. Also hier könnten wir sagen, diese 2,05, 2,1, die können wir interpretieren als die Odds ändern sich um den Faktor 2. Kurz gesagt, die Odds verdoppeln sich. Ja, mit jedem Punkt mehr Zustimmung zu randomisierte Versuchspolitik-Item. Jetzt müssen wir nur kurz fragen, die Odds für was verdoppeln sich hier eigentlich? Die Odds verdoppeln sich, eine weibliche Studentin zu sein, oder? So müsste es eigentlich sein, denn weiblich war hier in dem Datensatz mit 1 kodiert und männlich mit 0.
Diese Verdopplung, das klingt ja erstmal, Verdopplung klingt ja erstmal so, als hätte sich da was getan, also als hätte dieser Regressor einen Einfluss, wenn er die Odds auf einem bestimmten Outcome verdoppeln kann. Wir können ja auch mal gucken, wir haben hier andere Kollegen dabei, wie die Gründlichkeit, die senkt die Odds ein bisschen. Das ist eigentlich auch ganz lustig, also mit jedem Item mehr. Wir müssen aber mal gucken, ob meine Interpretation hier nachher stimmt. Ich bin gerade nicht sicher. Und die Freude an der Statistik senkt ebenfalls die Odds, also ist ein Odds-Ratio kleiner 1. Aber ganz wichtig, beide haben wir hier, für diese beiden haben wir Konfidenzintervalle für Odds-Ratio, die die 1 jeweils mit einschließen. Und auch wir haben einen Walled-Test, der für diese nicht signifikant ist, wie hier unterstrichen ist, aber für diesen Regressor. Randomisierte Experimente sollten die Basis von politischen Entscheidungen sein. Für diese Zustimmung zu diesem Item haben wir auch einen signifikanten Walled-Test. Ja, der Walled-Test war also der Parametertest, der eben dieses B in der quadrierten Variante oder so quasi betrachtet hat. Der ist signifikant, 0,25, und den kann ich auch wie Z-Werte interpretieren. Wenn ich so große Werte bekomme in einem Walled-Test, dann habe ich es üblicherweise mit Signifikanz zu tun. So, hier sehen wir das jetzt nochmal. Tatsächlich, die Frauen, die weiblichen, Entschuldigung, das war zu schnell. Diese Tabelle hier in der Mitte habe ich noch übersprungen. Das ist die sogenannte Klassifikationstabelle. Und um die wird es jetzt noch im Folgenden genauer gehen. Das Modell macht sozusagen eine Prädiktion für mich. Es sagt, für jede meiner Beobachtungen, eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, also eigentlich bestimmte Odds, die ich umrechnen kann in eine Wahrscheinlichkeit, voraus, dass du eine Frau bist. Ja? Und das kann ich jetzt natürlich abtragen. Achso, das sind Werte zwischen 0 und 1. Man sieht es doch am nächsten Slide besser, verzeiht. Hier sieht man das eigentlich. Das sind die vom Modell vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten für jeden Datenpunkt, meine, was weiß ich, 43 Datenpunkte, hier ein Wert. Die Wahrscheinlichkeiten, dass ein Datenpunkt eigentlich ein weiblicher Datenpunkt ist. Und das habe ich hier jetzt schon mal aufgeteilt nach den tatsächlich beobachteten Werten. Ich habe also gesagt, okay, ich weiß ja in diesen Daten, an denen ich dieses Modell entwickelt habe, da weiß ich ja, wer die Frauen sind und wer die Männer sind. Kann ich ja mal gucken, bekommen denn die Frauen dann auch die höheren Wahrscheinlichkeiten zugeschrieben, Frauen zu sein? Also man könnte sich natürlich erstens ein Modell vorstellen, was das komplett nicht kann, wo jetzt also sozusagen die Wahrscheinlichkeiten für die Frauen, eine Frau zu sein, gleich hoch sind wie die für die Männer, dann wäre es ein sehr schlechtes Modell, richtig? Diesen Cures, es wird noch besser. Aus SPSS kann ich jetzt also das, was ich für euch hier geplottet habe, auch bekommen. Ich bekomme diese vorhergesagten Werte, die in der, bekomme diese vorhergesagten Werte und bekomme auch so eine Art mittlere vorhergesagte Wahrscheinlichkeit. Und die ist für die Frauen bei Punkt 80 und für die Männer bei Punkt 64. Das ist natürlich alles schon wieder hochinteressant, aber das sind erstmal die zwei Zutaten, die ich für Tures R brauche. Tures R war definiert als die mittlere vorhergesagte Wahrscheinlichkeit für jene, die wirklich die Ausprägung 1 haben, bereinigt um die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit 1 zu sein oder eine Frau zu sein, für die, die eigentlich Männer sind. Und der Abstand, wenn ich den nehme und dann auch den Betrag nehme, es geht dann nur um den Abstand von diesen beiden Maßzahlen, dann kommt Punkt 16 raus. Und dieses Punkt 16, Pseudo R-Quadrat nach Tures, erinnert uns natürlich verdammt an das R-Quadrat in diesem Modell nach McFadden und an das nach Cox und Snell. Also wir haben jetzt quasi dreimal Pseudo R-Quadrats rund um Punkt 15, Punkt 16 berechnet. Der letzte große Punkt für diese Vorlesung diese Woche, der wird wahrscheinlich jetzt schon nochmal 10 Minuten brauchen. Tut mir leid, dass es ein bisschen länger geht jetzt. Aber den möchte ich natürlich, inhaltlich gehört er in dieses Video jetzt rein. Das ist ein krönender Abschluss der logistischen Regression. Wir hatten gesagt, wir benutzen logistische Regression eigentlich oft, um genau sowas zu machen. Um zu sagen, wir wollen natürlich in der Lage sein, für neue Datenpunkte, die wir mal bekommen, vorherzusagen, wie wirst du sein in dieser Ausprägung? Wirst du eher Patient werden, wirst du kein Patient werden? Wirst du einen Schlaganfall bekommen oder nicht? Ja. Wirst du von der Therapie profitieren oder nicht? Solche Klassifikationsprobleme
führen wir sehr oft mit logistischer Regression durch. Und auch wenn jetzt sehr, sehr viel die Rede von Machine Learning und Artificial Intelligence oder künstlicher Intelligenz ist, dann gibt es da immer auch die Fraktion der Leute, die sagen, eine gute alte logistische Regression mit der sogenannten Cross-Validation oder Kreuzvalidierung, die hier noch erwähnt wird, ist eigentlich oft effizienter oder gleich effizient, nicht schlechter als diese sogenannten Deep Neural Networks, die das gleiche Klassifikationsproblem auf irgendwie andere Art lösen und sich da einen Wolf lernen an einem riesen Datensatz. Ja? Nach diesem Anspruch, und zu der Fraktion gehöre ich auch, nach diesem Anspruch sollte man ganz klar sagen, logistische Regression ist oder logistische Regression mit Kreuzvalidierung zumindest ist natürlich Machine Learning. Eine Maschine lernt an Daten ein Modell und macht damit Vorhersagen. Ja? So, und da gab es von Jack Gallant, das ist einen, den lernen Sie in den fMRI-Videos vielleicht noch kennen, wenn Sie drüben in der anderen Vorlesung. Jack Gallant ist ein Neuroscientist, der sich das so ein bisschen lustig gemacht hat über die Psychologen vor ein paar Jahren, als er gesagt hat, ja, jetzt merkt ihr auch, Replikationskrise und so, dass eure P-Werte nichts taugen und dass man P-Werte beliebig herbeihacken kann. Und jetzt wisst ihr nicht, was ihr machen sollt. Use cross-validated out-of-set predictions, people. Ja, in Großbuchstaben, also deshalb geschrien hier förmlich. Was meint er damit? Out-of-set predictions. Da müssen wir noch angucken, was er damit meint. Aber predictions, also mach eine Vorhersage für jeden Datenpunkt und cross-validiere das, müssen wir uns auch noch angucken. Also was cross-validated out-of-set bedeutet, müssen wir uns gleich noch anschauen. Erstmal Klassifikation ganz allgemein. Was haben wir hier also gehabt? Wir hatten für jeden Proband eine Vorhersage, ob er eher Frau oder Mann ist. Und was wir eigentlich gemacht haben, wir haben, oder was SPSS gemacht hat, das stand da auch im Kleingedruckten beim Output, da stand irgendwo, cut is at 0.5. Also, das logistische Regressionsmodell sagt mir nicht 1 oder 0, sondern es gibt mir eine Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1 zurück in diesen predicted Werten. Und die kann ich natürlich in eine echte Klassifikation überführen, indem ich sage, na gut, wenn du einem Datenpunkt eine Wahrscheinlichkeit größer 0.5 zusprichst, dann werfe ich das auf den Weibchenhaufen in dem Fall und sonst auf den Männchenhaufen. Ja? Ich binarisiere also sozusagen einfach meinen Output meiner logistischen Regression und bekomme dann eine sogenannte Klassifikationstabelle. Dann sehen wir, dass wir predicted hier in den Spalten die Vorhersagen abtragen können gegen das, was wirklich wahr war. Wir können gucken, wie ist es für die Frauen und für die Männer gelaufen. Ich fange mal hier unten an. Für die Menschen in meiner Stichprobe, die wirklich angaben, Frauen zu sein, denen dichtet das Modell in der überwältigenden Mehrzahl dieser Fälle, nämlich in 31 von insgesamt 33 Fällen, 33 Frauen waren da drin, auch eine weibliches Geschlecht an. Das sehen Sie auch hier. Nur zwei Datenpunkte liegen unter diesem Cut-off von 50%. Ja? Wie ist bei den Männern? Wir können auch jetzt schon hier gucken. Dann sehen Sie, aha, für drei Datenpunkte, nur für drei, wird vorhergesagt, dass sie auch Männer sind. Und für die anderen sieben, also in dem Fall muss man sagen, für die Mehrzahl der Männer, wird vorhergesagt, dass sie auch Frauen sind. Das heißt also, ein großer Teil der Schlechtheit dieses Modells ist letztlich, dass es die Männer falsch klassifiziert. Da sehen wir einen ganz wichtigen Punkt der logistischen Regression, den ich auf den Slides nicht deutlich betone. Logistische Regression lebt jetzt ganz stark davon, dass auch alle Merkmale, die uns interessieren, in einer ausreichenden, muss nicht gleich viel sein, aber in einer ausreichenden Anzahl vertreten sind. Generell muss man sagen, 43 Datenpunkte, damit würde ich eigentlich keine logistische Regression machen, normalerweise, wenn es geht. Eher so mit 430 Datenpunkten wahrscheinlich. Und das ist also hier ganz interessant. Wir sehen das ja auch an dieser mittleren vorhergesagten Wahrscheinlichkeit. Also wenn das Modell sagt, auch den Männern eigentlich auf den Kopf, eher zu Frauen zu sein sozusagen. Also das, man könnte auch sagen, das Modell hat ein bisschen übergeneralisiert und ist nicht in der Lage, Männer von Frauen wirklich sehr gut zu trennen. Das drückt sich in dem Thures R-Quadrat von nur 0.16 eben auch aus.
Und das Ganze könnte sie jetzt sehr stark, weil es ein Klassifikationsproblem ist, auch an die Signaldeckungstheorie erinnern, die sie aus der Psychophysik kennen, die sie auch und die übrigens genauso eben auch im Machine Learning angewendet wird. Man kann natürlich sagen, eine lernende Maschine, ein statistisches Modell, ist jetzt auch nichts anderes als ein Mensch, der eben vor einem Computer sitzt und entscheiden soll, hat er den Ton gehört, hat er den Ton nicht gehört, beziehungsweise war es links, war es rechts, war es ein Männlein, war es ein Weiblein, ja. Und entsprechend kann ich diese vier Zellen einer Klassifikationstabelle analog zur Signalentdeckungstheorie als Hits bezeichnen. Das wären also zum Beispiel die, wenn ich jetzt mal definiere, sozusagen, das ist eine Setzung, welche ich als Hits und welche als Correct Rejections, aber ich definiere jetzt mal als Hits Frauen, die auch als Frauen klassifiziert wurden. Dann kann ich aber auch die sogenannten Correct Rejections haben, also Nicht-Frauen, die auch als Frauen zurückgewiesen wurden, deshalb Correct Rejection und deshalb also anders klassifiziert wurden, nämlich als Männer. Und ich kann natürlich auch noch sagen, ich habe sogenannte Misses. Das war die Zielkategorie Frau, aber das System hat es nicht geblickt oder sagt ihnen was Falsches auf den Kopf zu. Und dann gibt es die sogenannten False Alarms, derer wir hier viele haben. Nämlich immerhin 7 werden als Frauen klassifiziert, obwohl sie keine sind, sozusagen. Ja. So, dann sieht man schon, das ist also auch nur so ein mittelgutes Modell, aber ich kann diese Logik der Hit-Rate, der False-Alarm-Rate genauso auf also die ganze Maschinerie der Signalentdeckungstheorie auf den Output von einer logistischen Regression anwenden, wenn ich hier so ein Klassifikationsproblem habe. In SPSS kann ich mir das auch nochmal anders plotten lassen, das überspringe ich jetzt hier aber, glaube ich, einfach. Genau. Kurz abschließend zur Kreuzvalidierung oder Cross-Validation. Was haben wir jetzt gerade eigentlich gemacht? Ich muss mich vorneweg entschuldigen, dass das jetzt hier ein anderes Modell ist. Wir lassen jetzt bitte mal kurz dieses Modell mit der Geschlechtsvorhersage hinter uns. Ist aber egal. Das gilt jetzt für alles, was wir bisher überhaupt besprochen haben dieses Semester. Dass wir nämlich gesagt haben, irgendwie interessiert uns immer sehr stark, wie gut ist mein Modell in der Vorhersage von neuen Datenpunkten? Aber eigentlich haben wir das noch gar nicht probiert. Eigentlich nehmen wir immer alle Daten, die wir kriegen können, und machen ein Modell. Diesen Aspekt der Vorhersage, nicht im Sinne der Zukunft, aber im Sinne von Datenpunkten, die das Modell nicht eh schon kennt, das haben wir noch gar nicht gemacht. Wenn wir ein logistisches Regressionsmodell hätten, wo wir sagen, okay, ich bekomme die Odds für einen bestimmten Ausgang, das ist hier nochmal gezeigt, P, dass diese Ite-Beobachtung den Y-Wert 1 bekommt, geteilt durch P, also die Gegenwahrscheinlichkeit, nämlich dass es den Ausgang 0 bekommt. Das drücke ich in einem logistischen Regressionsmodell munter aus, mit so einem, ach nee, das ist jetzt hier, ja doch, genau, mit so einer E-Funktion und bekomme also hier oben Parameterschätzungen. Ja? Das ist sozusagen mein Beta 0, das ist mein Beta 1. Und da kommt jetzt vielleicht raus, die Orts sind 2. Ist ein völlig fiktives Beispiel, aber so geht es ja in einem logistischen Modell. Wir benutzen Parameterschätzungen, um Vorhersagen dann für einzelne Werte i zu machen. Das Problem ist, diese Person hier, dieser grüne Herr, der war auch schon dabei, als wir diese Schätzungen gerade gewonnen haben. Wir haben gerade alle Datenpunkte genommen, haben wir bisher immer gemacht, alle Daten, die wir haben, um für Beta zu lösen oder um per Maximum Likelihood jetzt also den besten, den plausibelsten Wert, die Kombination von Betas mit der höchsten Likelihood zu wählen. Was wir damit eben tun, ist, wir führen eine Art Abhängigkeit oder eine Art Kurzschluss herbei zwischen dem, wenn unser Modell jetzt schön vorhersagen kann, womöglich, wir haben gerade an der Klassifikation gesehen, hoffentlich richtig vorhersagen kann, welches Merkmal dieser Herr auch dann hat. Ja, aber wir haben das eben mit einem Modell gemacht, wo wir ihn schon dabei hatten. Wir haben ihn sozusagen zweimal benutzt. Das ist sozusagen ein bisschen Cheating sozusagen, ja, im kleinen Maß. Und wenn man will, könnte man es auch übertreiben ein bisschen, aber man könnte schon sagen, es ist eine questionable research practice auf jeden Fall.
ein Modell zu machen, was dann gute Vorhersageerfolge machen kann und die auch im Paper zu berichten, aber mit einem Modell, was dieselben Daten schon verwendet hat. Was wir also brauchen, ist, und da kommt das Wort Kreuz von Cross-Validation rein, wir brauchen eine Überkreuz-Modellbildung, wo wir immer einen Teil der Daten nehmen, zum Beispiel 80% unserer Stichprobe, mit denen ein Modell aufsetzen, Parameterschätzungen bekommen, ja, das ist hier nochmal gezeigt, also ich nehme 80% oder einen Teil meiner Stichprobe und das nennt man dann Training, suche nach einer idealen Parameterkombination, oft schließe ich da auch den Kreis, ich nehme da jetzt wirklich dann jeden einzelnen raus und gucke, wie gut, wenn wir zum Beispiel bei dem Geschlechtsbeispiel kurz bleiben würden, wie gut kann ich dein Geschlecht vorhersagen, deins, 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 das wäre das Training, da drehen wir uns wirklich im Kreis und machen das, was wir, also alles, was wir bisher immer gemacht haben, wäre sozusagen echt Training von Modellen, aber nicht wirklich Testing. Testing würde bedeuten, wenn das Modell, wenn du dich entschieden hast für eine Parameterkombination, dann gehe her und teste. Was heißt testen? Nimm die X-Werte von dem Herrn und setze ihn in diese Gleichung ein, die du anhand von denen hier gewonnen hast und guck, welchen Y-Wert er dann vorhersagt. Und dann nimmst du die X-Werte von der noch und die X-Werte von der und von der und sagst für jeden sozusagen, bekommst ein Y-Hut letztlich und guckst, wie gut das passt. Ja? Und das sollte dann natürlich gut sein. Das ist das, was Jack Gallant mit Out-of-Set-Prediction meint. Du machst hier eine Prediction, aber die ist out of set, weil das nicht das Set war, an dem du das Modell trainiert hast. Ja? Und das Ganze machst du jetzt vielleicht nicht einmal oder zweimal, sondern oft fünfmal, zehnmal. Das sind so beliebte Folds, also Faltungen oder zehnfache Cross-Validierungen. Also zum Beispiel, wenn du eine Stichprobe aus 2000 Datenpunkten hast, könntest du die, um es fivefold zu machen, zerlegen in Häppchen A400. Ja? Und dann legst du 400 zur Seite und machst mit den verbleibenden 1600 ein Training. Und dann machst Prädiktion für die anderen 400, die dieses Modell nicht gesehen hat, als es die Parameterschätzung bestimmt hat. Und dann machst du das Ganze nochmal mit anderen 1600, ja? Und testest wieder an 400. Und dann im Ende kannst du sozusagen eine mittlere Klassifikationsgenauigkeit über diese Folds ermitteln. Du könntest auch diese Parameter, die du dann in der einen Fold bekommen hast und in der anderen mitteln und sozusagen sagen, das ist jetzt mein wahres, bestes Modell, aber das habe ich cross validiert. Ganz zum Ausblick, zum Schluss, in den letzten 3 Minuten noch kurz nur der Verweis, wer von euch mal das Wort Diskriminanzanalyse hört. Die Diskriminanzanalyse war Fischers Antwort auf das gleiche Problem. Der hat es nur ein bisschen anders angepackt. Und wie wir es heute machen in der logistischen Regression, ist generalisierter. Aber es ist mathematisch, also wird unterschiedlich angegangen, aber führt sehr oft zu ähnlichen Lösungen, wenn man eine sogenannte Diskriminanzanalyse nach Fischer macht. Es hilft und ist ein Ausblick auf die Klassifikation, wenn wir uns nochmal klar machen, was wir eigentlich jetzt gerade machen in einer logistischen Regression ist, zum Beispiel in einer logistischen Regression mit 2 Regressoren. Wir haben 2 Regressoren, die sind jetzt hier mal in so einem klassischen Variable Space sozusagen geplottet und wir kodieren jetzt hier mal in den Symbolen eigentlich den Ausgang. Also bist du Y oder bist du Männlein, bist du Weiblein, um in unserem Beispiel jetzt am Schluss zu bleiben. Ja? Und dann wäre das vielleicht hier diese Politik, randomisierte Experimente, Zustimmung und das wäre vielleicht die Gründlichkeit oder so. Dann kann man ja sagen, in so einer Punktwolke wäre es idealerweise so, dass du eine Kombination findest, du findest eine Art Linie, kann man sagen, die diese 2 Punktwolken optimal trennt. Und das ist eine sogenannte Diskriminanzfunktion, die Fischer gesucht hat mit seiner Diskriminanzanalyse. Und letztlich macht es die logistische Regression auch. Ein Autor hat sich hier mal die Mühe gemacht, ich muss da die Quelle noch drauf machen, das musste ich nachreichen als guter Dozent. Ein Autor hat sich die Mühe gemacht, quasi die logistische Regression genauso so zu visualisieren. Das macht man eben selten. Und die Diskriminanzanalyse, da ist das die Standarddarstellung, so zusammenzubringen, um Studierende zu überzeugen, dass das in bestimmten Fällen zumindest sehr, sehr stark konvergiert und auf die gleiche Lösung trifft. Sprich, hier in diesem Fall wäre die Vorhersage, die eine Diskriminanzanalyse macht oder ein
Man sagt manchmal auch LDA, ein Linear Discriminant Analysis. Die macht das Gleiche wie eine logistische Regression. Aber die logistische hat schon mit Absicht hier den Hauptraum eingenommen, weil es die allgemeinere Formulierung ist. Und wir hatten ja auch über die Link-Funktion in der letzten Vorlesung noch allgemeiner gezeigt, auf wie viele verschiedene Probleme sich solche generalisierten linearen Modelle anwenden lassen. Genau. Das soll es von mir für heute gewesen sein. War ein langes Video, 1 Stunde 15 Minuten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.